Wir hätten massenhaft Beispiele, wie Zäune heute draußen sich darstellen, was wir quasi permanent finden, wenn wir nach draußen gehen. Wir finden eingewachsene Leitermaterialien, jetzt, wie man es hier oben links sieht, also einfach, wo Bewuchs an den Zaunrad rangeht. Wir sehen Zäune mit zu großen Pfahlabständen. Wir sehen schlecht angeschlossene Zaunleitermaterialien, also von der Versorgungsseite her. Wir sehen rostiges Zaunmaterial, sowohl bei den Torisolatoren als auch bei den ganzen Verbindern. Wir sehen geknotete Materialien und natürlich auch teilweise ganz abenteuerliche Zaunkonstruktionen, die uns da entgegenkommen, wenn wir draußen sind. Hier eine einfache schematische Darstellung, wie überhaupt Elektrozaun funktioniert. Wir haben einen Impulsgeber, das ist das Weidezaungerät, das entsprechend in Impulsen, das ist kein Dauerstrom, in Impulsen Strom auf meine Leitermaterialien liefert. Und das in etwa so im groben Sekundentakt, also es darf nicht unter eine Sekunde sein. In der Regel sind unsere Geräte hier so bei ca. 1,3 Sekunden. Ich brauche eine Mindesthütespannung an jedem Punkt der Zaunanlage, wo die Norm sagt, es sollen mindestens 2000 Volt sein. Bei Trockenheit ist gerade bei Pferden werden gemäß der Norm dann schon 3000 Volt erfordert. Und wenn das Ganze funktioniert, sprich, wenn mein Strom vom Gerät über die Zuleitung des Leitermaterials zum Tier und vom Tier über die Erde und die Erdstäbe zum Gerät zurückfließen kann, wenn das möglich ist und Strom zum Fließen kommt, dann kriegt das Tier, das Pferd auch einen elektrischen Schlag. Und im Grunde ist das System nur so gut wie, sage ich mal, das schwächste Teil in diesem Kreislauf. Und was eben sehr oft schlecht gemacht wird, ist eben, das geht im Grunde schon am Gerät los, dass eben vielleicht auch die Leistung vom Gerät unterdimensioniert ist, dass meine Drähte nicht leitfähig genug sind. Auch da wird entsprechend, kommen wir nachher nochmal ganz kurz drauf zurück, sollte man eben gucken, dass man eine sehr, sehr gute Leitfähigkeit zustande bringt. Die Erdung selber, wo das Tier steht, kann ich meistens nicht beeinflussen, aber was ich auf jeden Fall und unbedingt beachten muss, ist die Erdung des Weidezaungerätes selber. Die soll eben als Faustregel, kann man da mal von drei Erdstäben ausgehen, die circa 1 Meter tief in der Erdung drin sind und so in circa 3 Meter Abständen dann voneinander positioniert werden. Das Ganze natürlich an einer feuchten, bewachsenen Stelle, nicht irgendwo nahe am Gebäude, wo es meistens eben trocken ist, weil ich ein Dach noch am Gebäude habe, sondern wirklich die Erdstäbe müssen unbedingt an einer feuchten, bewachsenen Stelle eingeschlagen werden, sodass der Strom eben möglichst gut diesen Kreislauf gehen kann. Hütesicherheit geht immer in beide Richtungen des Zaunes. Er muss verhindern, dass die Pferde die Weide verlassen, aber er muss auch für die Pferde selber Sicherheit bieten bzw. sicher sein. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Ansprüche. Eine der wichtigsten ist natürlich erstmal die Stabilität des Zaunes. Gerade wenn wir einen Außenzaunbereich haben, reicht nicht ein reiner Mobilzaun, da muss es schon ein Stabilzaun sein. Der Stromfluss muss gewährleistet sein. Also all das, was Markus gerade gesagt hatte, muss funktionieren. Aber der Zaun muss auch sichtbar sein für die Pferde. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Neben der reinen Abschreckung über den Stromimpuls sollte erstmal das Pferd auch die Chance haben, den Zaun überhaupt zu sehen und sich vom Zaun fernzuhalten. Das heißt, reiner Bänderzaun, Litzenzaun mit all seinen Vor- und Nachteilen reicht dort nicht. Also der Litzenzaun, ein breites Band, sollte auf jeden Fall vorhanden sein. Die Höhe des Zaunes muss den Pferden angepasst sein. Da gibt es ja einschlägige Regelungen und auch eine Norm, die VDE-Norm 0131 ist es, glaube ich, Markus. Ist das richtig? Genau. Und verschiedenste Broschüren, wo dann ja auch nochmal dargestellt wird, wie so ein Zaun auszusehen hat. Es gibt keine gesetzlichen Vorschriften, es gibt nur diese Richtlinien, die Normen in verschiedenster Art und Weise, wo drin steht, wie so ein Zaun auszusehen hat. Und das ist auch das, wonach sich ein Versicherer richtet, wenn er einen Zaun beurteilt, ob er jetzt hütesicher ist oder eben auch nicht. Dazu gibt es eine Rückfrage im Chat, ob man nochmal auf die Definition von Festzaun eingehen kann.
Also ein Festzaun, man muss unterscheiden, Festzaun, Stabilzaun. Ein Festzaun ist tatsächlich ja ein Zaun mit Holzpfosten oder ähnlichem Material. Es gibt ja mittlerweile auch Recyclingmaterial, Kunststoffmaterial. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten mit festen Querriegeln, dann auch wieder aus Holz oder Kunststoffmaterial. Plus dann in der Regel zusätzlichen elektrischen Leitern. Das wäre dann tatsächlich der Festzaun. Der Stabilzaun sieht etwas anders aus. Ein Stabilzaun hat auch feste Pfosten, eventuell mit mobilen Pfosten noch dazwischen gesetzt und dann ja, eine Bewährung mit elektrischen Leitern. Nur mal ganz schnell auch noch, dass man auch über die Geräte, die wir vorher als Impulsgeber gesprochen haben, es gibt einfach unterschiedliche Gerätetypen mit unterschiedlichen Versorgungsquellen, 9-Volt-Geräte, 12-Volt-Geräte, dann gibt es eben diese Duo-Geräte, die für 12 und 230 Volt einsetzbar sind, reine 230-Volt-Geräte und eben mittlerweile verstärkt auch so kompakte Solargeräte, alles in unterschiedlichen Leistungsklassen, immer bis zur maximalen Ausgangsenergiegrenze von 15 Joule, die wir entsprechend hier im Angebot haben und eben nach Koppelgröße, nach Zaungröße, nach Zustand, nach Bewuchszustand, nach Tierart natürlich, können dann entsprechend unterschiedliche Geräte und Versorgungsquellen da ausgewählt werden. Jetzt ist nochmal eine Frage zurück zu der Auswahl der Geräte. Wie wird da die Zaunlänge berechnet, um da das richtige Gerät für sich auszusuchen? Die Angaben, sagen wir mal, der maximalen Zaunlängen sind ja im Grunde in den Katalogen angegeben. Das heißt, jedes Gerät hat ja die technischen Werte, sind damit aufgeführt und im Grunde kann da anhand von dem abgelesen werden, für welche theoretischen Zaunlängen diese Geräte dann ausgelegt sind. Wobei man immer schon aufpassen muss, weil es natürlich dann lokal an meiner individuellen Anlage dann sich anders darstellen kann, weil es gibt ja so viele Faktoren, die damit einfließen, die Zaunlänge dann tatsächlich beeinflussen. Insofern ist eben entscheidend, wenn ich das Gerät, also ich habe eine grobe Auswahl getroffen, dass dann tatsächlich aber diese Mindestspannung an jedem Punkt der Zaunanlage auch wirklich verfügbar ist. Was vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist, auch nochmal in Richtung meiner Pflichten, wichtig ist, was für einen hütesicheren Zaun, dass eben verstanden wird, wie der Zaun funktioniert, sprich, dass das auch verstanden wird als psychologische Wirkung für die Pferde. Das heißt, die Pferde wissen, dass da Strom drin ist, aber sie wissen es natürlich nur dann, wenn sie entsprechend auch, wenn die Zaunanlage entsprechend auch genügend Strom liefert, nur dann haben sie auch wirklich Respekt davor. Das heißt, all diese gebastelten Zäune und schlechten Zäune, schlecht leitfähigen Zäune, bewachsene Zäune, die nehmen Leistung weg und die führen dazu, dass die Tiere im Grunde teilweise den Respekt vor dem Zaun verlieren. Es gibt eine Frage im Chat nochmal zum Aufbau vom Zaun, vielleicht bevor wir nochmal auf das Zauntagebuch eingehen. Und zwar sind drei Reihen denn Pflicht? Ich beziehe mich einfach wieder auf die Norm. In der Norm ist es klar definiert. Es kommt eben darauf an, was ich in welchem Bereich ich mich befinde. Bin ich eher in dem sogenannten Risikobereich, wo ich auch entsprechend Nähe zu stark befahrenen Straßen etc. habe. Und da sind dann entsprechend die drei Reihen vorgesehen. Wenn ich da weit weg davon bin, kann man auch mit zwei Reihen arbeiten. Und es spielt auch eben noch die Zaunhöhe dann entsprechend noch eine Rolle, wie nah ich in solchen gefährdeten Bereichen bin. Meiner Meinung nach muss man aber schon aufpassen, dass man, weil diese Risikobereiche sind so ein bisschen, finde ich jetzt kritisch, weil Pferde sich doch relativ schnell, wenn sie ausgebrochen sind, auch bewegen können. Das heißt, die sind natürlich schon relativ schnell mal in der Nähe dann plötzlich einer stark befahrenen Straße. Deswegen empfehlen wir immer schon, da auf diese dreireihigen Zäune zu gehen. In den Gefährdungsbereichen, wir berücksichtigen diese Gefährdungsbereiche gar nicht mehr, weil Pferde eben große Distanzen schnell überwinden können. Deswegen halten wir sie in der Pferdehaltung für nicht sinnvoll, sondern gehen immer, ich sag mal, quasi von den Vorschriften für den Gefährdungsbereich 3 aus, die dann auch erfüllt sein sollten. Das wären dann auf jeden Fall bei dem Außenzaun ein Stabil- oder ein Festzaun mit 3 Litzen in entsprechender Höhe und dann eben auch entsprechender Zaunspannung. Ich möchte noch kurz was zum Zauntagebuch sagen. Das geht ein bisschen weg von Versicherung, sondern erstmal in den rechtlichen Bereich rein, in den Haftungsbereich.
Wenn es dazu kommt, dass Pferde ausbrechen und einen Schaden verursachen, dann muss nicht der Geschädigte nachweisen, dass da in irgendeiner Art und Weise der Zaun defekt war, sondern es ist andersrum, der Pferdebesitzer oder der Pensionsstallbetreiber, wer auch immer diese Pferde dorthin gestellt hat, muss nachweisen, dass der Zaun in Ordnung war, um nicht in die Haftung zu kommen. Und das alles sollte mindestens einmal täglich dann auch entsprechend protokolliert werden. Und da hilft natürlich auch das digitale Gerät, das dann auch die Zaunspannung dokumentiert und ja auch Alarme absetzen kann, wenn es zu einem Abfall der Zaunspannung kommt. Das ist ein ganz, ganz wesentliches Thema. Und nochmal, er muss es täglich prüfen. Er muss täglich entsprechend diese Zannung an mehreren Punkten im Zaun überwachen. Das, was Skier gerade gesagt hat und was wir hier auch sehen, bieten wir und verschiedene Anbieter dann auch schon etwas modernere Messeinrichtungen an, um diese Prüfung noch zu ergänzen, zu erleichtern, permanente Kontrollen, wo entsprechend auch Alarm sofort abgesetzt wird, wie jetzt zum Beispiel hier dann auch auf dem Mobiltelefon dann empfangen werden kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Und eben, wie schon auch gesagt, auch der mechanische Zustand der Zaunanlage und die ganzen Verbindungen dazu müssen regelmäßig geprüft werden. In dem Fall zwar jetzt nicht täglich, also ich werde nicht gezwungen, gemäß der Norm zumindest, den Zaun täglich komplett abzulaufen und um den auch mechanisch zu prüfen, aber mindestens wöchentlich, so sagt es die Norm, muss das auch gemacht werden. Zum Prüfen gibt es da tatsächlich auch gleich nochmal eine Rückfrage, und zwar, wo am Zaun sollte täglich gemessen werden? Gibt es einen großen Unterschied, ob man das in der Nähe des Zaungerätes macht oder sehr weit davon entfernt? Ja, das gibt's, ist klar. Wenn ich am Einspeisungspunkt natürlich messe, habe ich tendenziell eine höhere Spannung, als wenn ich am weitest entferntesten Punkt in der Zaunanlage messe. Deswegen sagt man eben, an verschiedenen Stellen im Zaun muss gemessen werden. Im Idealfall natürlich erstmal an der am weitest entferntesten Stelle in der Zaunanlage. Denn wenn ich da genügend Spannung habe, dann habe ich natürlich wahrscheinlich auch an den näheren Stellen entsprechend auch genügend Spannung. Also eben, ich muss verschiedene Punkte wählen, um sicherzustellen, dass wirklich auch überall meine Hütespannung verfügbar ist. Nochmal eine Frage zur Zaunlänge. Nehme ich dann die Länge meiner drei Litzen zusammen oder reicht die einfache Länge, um die Zaunlänge zu berechnen? Da gibt es, die Frage kommt öfters und da gibt es dann ganz unterschiedliche Betrachtungen dazu. Wir sagen immer, wir nehmen im Grunde die einfache Länge, sage ich jetzt mal. Und das ist mal so der Ausgangspunkt. Wenn ich also, sagen wir mal, einen Hektar habe mit 100 mal 100 Meter, dann komme ich auf 400 Meter Drahtlänge. Wenn man jetzt sicher gehen will und ich habe drei Reihen, dann nehme ich die 400 mal drei, dann komme ich auf 1200 Meter und ich gehe mal von der Länge aus. Das Ganze wird dann würdig beeinflusst werden, wenn ich Vertikalverbindungen mache, was ich eigentlich auch machen muss, dann könnte ich im Grunde dann entsprechend noch längere Zäune elektrifizieren. Aber um es einfach zu halten, sagen wir einfach einfache Drahtlänge mal die Anzahl der Reihen. Dann komme ich auf meine gesamte Zaunlänge, Drahtlänge und davon gehe ich aus. Dann bin ich auf der sicheren Seite. Vielleicht noch ein paar weitere schnelle Sicherheitsthemen, die man noch vielleicht kurz erwähnen sollte. Einmal eben, wie gesagt, sollen die Weidezaungeräte eben angepasst sein an meine meine Zaunanlage, an meine Tierart. Da, wo eben auch vielleicht jetzt mit Personen zu rechnen ist, mit Kindern, auch in der Nähe von Wohngebieten, sollte man unbedingt aufpassen, dass man da jetzt nicht so mit den maximal starken Geräten drauf geht. Ich muss gucken, dass ich bestimmte Mindestabstände einhalte zwischen meinem stromführenden Draht und eben geerdeten Teilen, wie zum Beispiel Tränken oder Wasserleitungen. Oder übrigens auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was wir immer wieder sehen. Wir haben oft die Situation, dass zwei Koppeln nebeneinander liegen und diese beiden Koppeln von zwei verschiedenen Geräten elektrifiziert werden. Gemäß der Norm müsste da zwischen ein Abstand von 2,5 Meter liegen, was natürlich in der Praxis ganz schwierig zu machen ist, das weiß ich, das ist klar, aber die Norm sagt, es soll ein Abstand dazwischen sein, denn es muss verhindert werden, dass eine Person mit zwei unterschiedlichen
Geräten in Berührung kommt, weil ich damit im Grunde dann den Impulsabstand, weil die ja unterschiedlich takten, dann hätte ich plötzlich die Situation, dass ich unter einer Sekunde Impulsabstand liege und das kann sehr gefährlich sein. Deswegen müssen solche Weiden, die von unterschiedlichen Geräten bestromt werden, einen Abstand von 2,5 Meter mindestens aufweisen. Die Höhen, die gemäß Normen gefordert sind, ich habe jetzt einfach mal die hier aufgeführt mit der höchsten Risikogruppe, da haben wir im Grunde dann den Normalbereich mit ca. 140 cm über Grund, drei Reihen, also 140, 160. Wenn ich entsprechend Springpferde, Hengste habe, dann geht man entsprechend dann noch auf ca. 160, 110 und 60. Das wären so grobe Anhaltspunkte, die entsprechend unbedingt berücksichtigt werden müssen, weil wir eben sehr oft draußen Zäune sehen, die bei weitem nicht diese Mindesthöhen erreichen. Zur Definition, wann ist ein Pferd ein Springpferd? Ich gehe mal davon aus, wenn ich mit dem Springpferd, insbesondere wenn ich auf Turnieren teilnehme, dann würde ich das jetzt mal als Springpferd definieren. Es ist tatsächlich so, also wenn das Pferd als Springpferd eingesetzt wird im Sport, dann gilt es als Springpferd. Ich finde die Definition ein bisschen fragwürdig, weil ganz am Ende springt fast jedes Pferd, wenn es das möchte. Deswegen würde ich mich da nicht so dran orientieren, sondern tatsächlich die Zaunhöhe so hoch wie eben möglich wählen. Die Tore, wie die aufgebaut sein sollen, weil da ja auch immer auch schwere Unfälle passieren, wie das aus Sicht der Versicherer ist, aber natürlich auch, was AGU da empfiehlt. Das optimale Tor ist ein festes Tor. Es gibt ja sehr schöne Lösungen aus Metall, die relativ leicht sind, gut zu bedienen sind. Es muss eine selbsttätig schließen, also sowohl selbstständig zufallen, als dann auch das Schloss muss auch selbstständig schließen können, falls mal vergessen wird, das Tor richtig ranzuziehen oder sonstige Dinge passieren. Das ist absolut zwingend notwendig. Durchgänge, Tore, die nur über Litzen oder Bänder geregelt sind, so wie wir das eben auch gesehen haben mit den Griffen, sind absolut nicht optimal und im Außenzaun auch nicht zu empfehlen und eigentlich auch nicht zulässig. Und was gar nicht geht, und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, sind diese Spiraltore mit diesen langen Spiralen. Einmal, weil sie keine Gütesicherheit bieten und zum Zweiten, weil sich schon sehr viele Pferde schlimm daran verletzt haben. Welche Versicherung braucht denn der Pferdebetrieb? Wie schaut das aus? Sind das Pflichtversicherungen oder kann man auch einfach voll ins Risiko gehen und auf die Versicherung verzichten? Man kann voll ins Risiko gehen. Also die wichtigste Versicherung für einen Pferdebetrieb ist natürlich die Betriebshaftpflichtversicherung, die auf das individuelle Risiko auch abgestellt ist und angepasst ist. Haftpflichtversicherung kommt nicht davon, dass das eine Pflichtversicherung ist, sondern dass sie eintritt, wenn man in Haftung genommen wird, also zur Haftung verpflichtet wird. Ohne den sollte man einen Betrieb auf gar keinen Fall führen, weil wenn ich einen Schaden schuldhaft verursache, dann hafte ich mit meinem gesamten Vermögen für die Wiedergutmachung und da wird auch nicht gefragt, ob ich mir das leisten kann oder nicht. Zaunbau ist wichtig, Zaunpflege ist mindestens genauso wichtig. Und Versicherungspflege ist auch wichtig. Auch auf den Versicherungsschutz sollte man regelmäßig mal gucken, mit Menschen darüber sprechen, die verstehen, was ein Pferdebetrieb ausmacht, die Risiken kennen und dann eben auch entsprechenden Versicherungsschutz zusammenbauen können. Weil wir sehen es leider häufig genug, dass es Betriebshaftpflichtversicherungen gibt. Da gibt es dann den Mantel Betriebshaftpflichtversicherung, aber die Individualrisiken des Betriebes sind dann gar nicht versichert. Und dann gibt es im Zweifel im Schadenfall ein böses Erwachen. Oder aber der Betrieb hat sich weiterentwickelt, neue Risiken sind dazugekommen. Vielleicht sind auch Risiken weggefallen, aber man hat nie daran gedacht, die Versicherung dann auch mal entsprechend zu pflegen und anzupassen. Deswegen auch der Versicherungsschutz möchte gepflegt und angepasst sein, nicht nur die Anlagen.